Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor knapp einem Jahr haben wir hier im Deutschen Bundestag die Ehe für alle verabschiedet, eine Sternstunde der parlamentarischen Demokratie. Und viele Menschen in diesem Land haben sich mit den Lesben und Schwulen darüber gefreut, dass ihnen endlich die gleiche Anerkennung für ihre Liebe zuteil wird wie heterosexuellen Paaren. Auch deshalb sind wir hier seit 8 Monaten, um etliche glückliche Ehepaare reicher. Und ich kann nur sagen, das ist doch wunderbar. Aber nicht alle rechtlichen Nachteile hat die Ehe für alle beseitigt. Vor allem die Regenbogenfamilien in 95% lesbische Paare mit Kindern sind von diesen Nachteilen betroffen. Die aktuelle Rechtslage stellt Kinder in gleichgeschlechtlichen Ehen oder Partnerschaften, die dahin hineingeboren wurden, schlechter. Ihnen fehlt die Rechtssicherheit durch 2 Elternteile. Lesbischen Paaren wird die Möglichkeit verwehrt, von Geburt an gemeinsam Sorge für ein Kind übernehmen zu können, und das wollen wir ändern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Fakt ist, wenn ein Kind in eine heterosexuelle Ehe geboren wird, hat es automatisch 2 rechtliche Elternteile. Es ist damit doppelt abgesichert, auch bei Trennung oder Tod eines Elternteils. Und der Ehemann ist automatisch der rechtliche Vater des Kindes, wobei keine Rolle spielt, ob er tatsächlich der biologische Vater ist. Wenn ein Kind hingegen in eine gleichgeschlechtliche Ehe hineingeboren wird, hat das Kind automatisch nur einen rechtlichen Elternteil, die leibliche Mutter. Die Ehefrau kann nicht als 2. rechtlicher Elternteil alle Sorgen und Pflichten für das Kind von Anfang an übernehmen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Regelung widerspricht dem Kindeswohl. Sie widerspricht auch dem Gleichbehandlungsgrundsatz aus Artikel 3 Grundgesetz. Und sie ist ungerecht für alle Kinder, die in eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft hineingeboren wurden. Und diese Diskriminierung wollen wir beenden. Die Stiefkindadoption ist bislang die einzige Möglichkeit, durch die Kinder in eine gleichgeschlechtliche Ehe 2 rechtliche Elternteile bekommen können. Aber sie ist aufwendig und oft ein sehr langwieriger Prozess. Und was die wenigsten wissen, lesbische Ehepaare, die gemeinsam Verantwortung und Sorge für ein Kind übernehmen wollen, müssen sich zuvor gegenüber dem Jugendamt offenbaren über ihren Gesundheitszustand, über ihre Vermögensverhältnisse, ihren polizeilichen Leumund etc. pp. Und das belastet Regenbogenfamilien enorm. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir alle wissen, Eltern, egal in welcher Konstellation, wünschen sich Sicherheit für ihr Kind. Und die wollen wir ermöglichen. Darum geht es hier. Und wir Grüne sind mit unserem Vorschlag zur Anpassung des Abstammungsrechts nicht allein. Der Deutsche Juristentag empfiehlt dies seit 2016. Der Arbeitskreis Abstammungsrecht aus dem Justizministerium hat es ebenfalls empfohlen. Und die Länder haben letzte Woche dazu auf der Konferenz der Justizminister einen ersten Vorstoß gemacht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Familienkonstellationen in unserem Land sind bunt. Dazu passt kein Familienrecht, das nur Schwarz-Weiß bereithält. Jede dritte Familie, in der Minderjährige leben, ist nicht ehelich. Eine alleinerziehende Person mit Kind, eine Patchwork-Familie oder eine Regenbogenfamilie. Es ist an der Zeit, das Familienrecht zu modernisieren. Und zwar so, dass es zu den tatsächlichen Bedürfnissen von modernen, vielfältigen Familien passt. Wenn Kinder Eltern haben, die verbindlich Sorge und Verantwortung übernehmen, dann ist es gut. Soziale Eltern, elterliche Mitverantwortung und Regenbogenväter stärken und besser stellen, das muss der nächste Schritt sein. Ein Staat, der nicht vorschreibt, wie Menschen Familie leben, sondern ihnen das Leben leichter macht, das ist unsere Perspektive. Ich freue mich auf die Beratung und wünsche noch eine angenehme Nacht. Die nächste Rednerin ist die Kollegin Mechthild Heil, CDU-CSU.